Ab heute startet ein Film in den deutschen Kinos, der sich mit der Unabhängigkeit Indiens beschäftigt. Und damit geht es hier jetzt um Der Stern von Indien. 1947 soll Lord Mountbatten im Auftrag der britischen Krone sicherstellen, dass Indien friedlich in die Unabhängigkeit entlassen wird. Während er und seine Familie im majestätischen Amtssitz residieren, kommt es im Land zu immer gewalttätigeren Auseinandersetzungen zwischen Hindu und Moslems. Und die Frage steht im Raum, ob es neben Indien einen eigenständigen muslimischen Staat Pakistan geben soll. Mitten in dieser Gewalt wird beispielhaft die Liebe zwischen dem Hindu Jeet und der Muslime Ayla betrachtet, die beide als Diener im Amtssitz von Lord Mountbatten arbeiten. Indien ist wie ein Schiff in Flammen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir beide gehören zusammen. Wir kamen, um Indien die Freiheit zurückzugeben, nicht um es zu zerstören. Der Stern von Indien geht heute um 7 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab heute, dem 10. August 2017, in den deutschen Kinos und ist eben ein historisches Drama, das zum einen die Geschichte der Unabhängigkeit Indiens, der Teilung eines Staates und dabei aber umwoben eine Geschichte erzählt, die eine Liebesgeschichte im Romeo und Julia-Stil ist. Eine Liebe, die eigentlich nicht sein darf, die nicht so vorherbestimmt ist und aufgrund der historischen Ereignisse entzweit wird. Und das alles verpackt eben auf einer dramatischen Ebene, immer wieder unter die Haut geht, aber in vielen Momenten aufgrund seiner zerklüfteten Erzählstils und Figuren, die nicht wirklich ganz gut gezeichnet sind, es leider immer wieder schafft, zu kraftlos zu sein bei so aufwendigen Bildern. Soll bedeuten, Der Stern von Indien hat eine ganze Menge Potenzial, auch wenn die Thematik relativ speziell hierzulande ist, aber nutzt eben dieses in vielen Momenten nicht mal ansatzweise aus, was wirklich schade anzusehen ist. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast und besonders über drei Schauspieler, nämlich Hugh Bonneville spielt Lord Mountbatten, der Mann, der in dieser schweren Zeit nach Indien geschickt wird und für die britische Krone überwachen soll, dass dieses Land in die Unabhängigkeit übergeben wird. Eine Aufgabe, die er bisweilen sogar unterschätzt und Gewalt, die nach und nach immer größer wird und die er mit ansehen muss. Eine Aufgabe, in der er teilweise Opfer wird, Pläne, die geschmiedet werden, auf dem sein Name steht, ein Vermächtnis, vor dem er eigentlich Angst hat. Rundum ist das eigentlich eine interessante Figur, die aber in vielen Momenten zu bleich gezeichnet ist, zu wenig Durchsetzungskraft zeigt und vor allem im historischen Kontext, wenn man da nicht ganz fit ist, schwer nachzuvollziehen. Das in vielen Momenten soll bedeuten, ein interessanter Schauspieler, der genau eigentlich die richtige Tonalität an den Tag legt, aber der Erzählstil macht einiges leider kaputt an dieser Stelle. So ist es schwer, manchmal hier und da zu folgen. Die zweite Ebene, die ich gerne betrachten will, ist eben diese, ich nenne es mal Romeo und Julia Geschichte, die Liebe zwischen Jeet und Ayla, gespielt von Manish Dayal und Huma Qureshi, wenn sie so ausgesprochen wird, tut mir leid, wenn ich es da falsch mache an dieser Stelle. Es ist eben die Liebe zwischen einem Hindu und einer Muslime zu Zeiten, in der eben eine Trennung eines Staates bevorsteht, eben aufgrund auch dieser Religionen, eine Liebe, die deswegen nicht sein darf, vielleicht auch ein Versprochensein im Kreise einer bestimmten Kultur und die Frage, was ist, wenn dann nun aber auf einmal wahre Liebe herrscht. Das ist eine interessante Geschichte, eine Geschichte, der man eigentlich beispielsweise eben erzählen könnte, wie viel Leid in verschiedensten Familien, in verschiedensten Ebenen in jener Zeit stattgefunden hat, aber da man eben doch hier immer wieder nur so zerklüftelt darauf zurückgreift und das Ganze ein wenig zu weit überromantisiert und dann in manchen Momenten zu unauthentisch wirken lässt, macht es schwierig, dort voll einzusteigen. Punktuell geht auch das total unter die Haut, aber in manchen Momenten wirkt es eben einfach nicht stimmig, sodass ich da immer wieder so ein bisschen Herzschmerz habe, als ich mir Der Stern von Indien angeschaut habe und dachte, warum denn jetzt in diesem Moment da wieder hier so eine komische Tonalität aufgreifen, warum nicht noch ein bisschen mehr von dieser Geschichte zeigen, weil das ist eigentlich der emotionale Ankerpunkt, den das Publikum braucht, um diese Geschichte voll einzusteigen, deswegen hier auch eigentlich interessant, aber leider nur mit großen Abstrichen realisiert und fällt groß eben unter das Motto, das merken wir bei der Kameraarbeit und beim Szenenbild, sehr viel Aufwand und leider nicht so kraftvoll, wie es sein könnte, denn die Bilder sind aufwendig, die Aufnahmen teilweise sehr wirkungsvoll mit vielen, vielen Menschen und großen Kulissen, die eingefangen werden. Sei es der Amtssitz von Lord Mountbatten oder ländlichere Aufnahmen und auch die Gewalt, die dort herrscht, ist das alles nicht kostengünstig produziert. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das zur Verfügung hat, geht es eben um den Erzählstil. Und da merkt man zum Beispiel bei der Musik, die oft schwer und ermalend ist, manchmal gar nicht vorhanden, dass sie insgesamt unterentwickelt wirkt. Und auch Kostüm und Make-up, das sehr aufwendig wirkt, seines Gewänder, seines rund um der Ebene der Mächtigen, eben diese gepflegte Adrettekleidung, aber eben auf dem Land diese ärmliche, getragene, spärliche Kleidung, dass man hier eben handwerklich viel zur Verfügung stehen hat, aber einfach in diesen Rhythmus nicht hineinkommen will, den der Film bieten sollte. Bei 107 Minuten Lauflänge hätte man vielleicht
bei dem historischen Drama sagen sollen, okay, wir packen sogar noch 20 Minuten drauf, aber gönnen uns dann eben auch die Tiefe, die wir brauchen, um das Publikum mitzunehmen auf diese Reise. Soll bedeuten, wenn man mich fragt, was finde ich gut bei Der Stern von Indien? Es ist ein wichtiger Geschichtsabschnitt, der hierzulande wahrscheinlich kaum Beachtung bekommt. Und da muss man sich natürlich interessieren an dieser Stelle dafür. Sehr aufwendig inszeniert, tolle Settings. Und er geht punktuell eben sehr unter die Haut, der Film, aber leider nur punktuell. Und da kommen wir nämlich zu dem, was eher schwächer ist. Ein Thema, das wirklich hierzulande wirklich sehr speziell ist, sei nochmal erwähnt an dieser Stelle, nicht kraftvoll inszeniert, wie es sein könnte, zu ungeordnet, nicht fokussiert genug und bleibt weit hinter den Möglichkeiten zurück, was leider sehr schade ist und auch fade wirken kann und soll am Ende bedeuten, wer geschichtliche, / also historische Dramen mag, der fühlt sich wahrscheinlich am ehesten aufgehoben bei Der Stern von Indien, ein Film, der dann sehr schnell für mich persönlich auch nach dem Schauen irgendwo in die Vergessenheit gerät und das müsste ja eigentlich überhaupt nicht, weil das Thema wichtig ist und auch ergreifend ist und vor allem gegen Ende hin dann doch sehr emotional wird und zum Nachdenken anregt, ist eben oft ein ganzer Part von 60 Minuten mittendrin einer, der wirklich anstrengend sein kann anzuschauen. Soll bedeuten, Der Stern von Indien bekommt von mir leider nur als historisches Drama 5,5 von 10 möglichen Punkten, insgesamt 5 von 10 möglichen Punkten und damit bin ich auch am Ende meiner Review zu diesem Film. Ab heute startet er in den deutschen Kinos und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.